Hallo, hallo Internet. Internet! Denn ihr müsst wissen, wir haben gerade schon über 12 Minuten Talk dazu aufgenommen. Ich muss jetzt erstmal was trinken. Nein, es ist einfach folgendes. Ich habe zu stark gezoomt und es war die ganze Zeit nur Lukas im Bild. Ich blende euch mal hier kurz einen kurzen Ausschnitt davon ein. Hallo Internet und damit recht herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Gut, aber heute wollen wir mal so ein bisschen darüber reden mit Vodafone. Wow. Ich bin jetzt seit 4 Monaten bei Vodafone, er ist seit 2 Monaten bei Vodafone und ja, unsere Erfahrungen seht ihr heute einfach mal ein bisschen oder hört ihr von uns. Er nutzt ein S6, ich nutze ein SE, erstmal vorab, damit ihr ungefähr wisst, was wir so für Speeds erreichen können. Und ja, womit wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, wo wir vorher waren und was sich dazu gebessert hat. Genau. Ich war bei O2. Dachte immer, oh, Netz ist ja eigentlich ganz gut und ich habe ein bisschen LTE ab und zu mal. Und dann kam ich nach Vodafone. Es ist ungefähr so, als ob du von einem Dacia auf einen Rolls-Royce kommst. Also ohne Witz jetzt, ne? Wenn ich im O2-Netz 40 Mbit erreicht habe, volle Öhne LTE, dann saß ich da. Das ist ja Hammer. Jetzt setze ich da und denke mir, wenn ich in 3G 40 Mbit erreiche, so nach dem Motto, ist jetzt natürlich blöd. Wow. Und ja, ich komme von O2 und bin super zufrieden, also um das erstmal zu klären. Und du kommst von Alditalk. Ich komme von Alditalk, richtig. Wow. Ich dachte auch so, naja, es geht ja, ein bisschen mehr Internet vielleicht. Voice-over-IP. Ja, das ist nämlich der Punkt. Da gab es nämlich erst den alten Standard, Lukas. H26P. Genau, H26P, also der ganz alte Telefonstandard, mit dem noch Alditalk und so hantiert. Und dann bin ich halt eben zu VoIP gekommen. Und das war eigentlich der größte Unterschied für mich. Denn wenn ich telefoniere, habe ich einfach eine Qualität, als würde diese Person fast neben mir stehen. Das Einzige, was dann noch die Qualität mindert, ist der Lautsprecher im Handy. Oder wenn derjenige kein Voice-over-IP-fähiges Handy hat oder kein Voice-over-IP-fähiges Vertrag hat. Ne? Richtig. Ja, wie beispielsweise alle Autokunden. Leider. Ja, leider. Wobei, alle weiß ich nicht, aber viele. Aber bezüglich des Speeds, oder nee, erstmal des Ausbaus. Es ist ja so, wir haben vorhin ganz ausführlich über Handover gesprochen. Handover ist der Zellenwechsel. Also stellt euch jetzt vor, das hier ist der Zug und ich fahre hier mit 300 km/h her. Dann sitzt mein Handy da und ihr müsst euch ja vorstellen, ein Mobilfunkmast, sage ich jetzt mal, zwischen 2 und 4 Kilometern, im Höchstfall sind die auseinander. Und da greift das Handy auf das Edge-Netz zu. Und ihr kommt jetzt in den nächstgrößten Bahnhof rein und bei der Telekom, bam, direkt Handover, hat direkt geklappt. Euer Handy ist in die nächste Zelle von der Telekom eingeloggt, geht da richtig, richtig flott. Bei Vodafone ist es so, kommst reingefahren, ich pack dich gleich schon mal wieder weg. Und es dauert einen kleinen Augenblick, weil diese Handover, also die Zellenwechsel zwischen Handy, in dem Fall du, und den Mobilfunkmast ein bisschen länger dauert. Ob das jetzt ein Negativpunkt ist, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Aber es ist nun mal so, dass technisch da die Telekom ein bisschen weiter ist oder ein bisschen schneller ist. Im gleichen Zug kann man aber sagen, dass die Telekom vom Speed her deutlich darunter ist. Also ich habe selbst einen Test gemacht, auch als Video festgehalten. Und unten drin in der Videobeschreibung. Dankeschön. Und da sage ich das auch ganz ausdrücklich. Also ich habe sehr, sehr viele Kommentare bei diesem Video bekommen. Das sind, glaube ich, über 60 Stück. Und ganz viele meinten, das Telekom-Netz ist besser. Ich erreiche viel höhere Speed-Test-Ergebnisse. Und da kann ich dazu sagen, ich habe in meinem Test, wo er auch dabei war, über einen Monat lang das Telekom- und Vodafone-Netz getestet. Und glaub mir, ich habe an jeder Station diese SIM-Karte rausgeballert, weil das scheiß iPhone natürlich nicht Dual-SIM-fähig ist. Und die Telekom-Karte wieder reingeschmissen. Dann wieder Vodafone-Speed-Tests gemacht. Und ich muss sagen, ich habe im Normalfall so zwischen 30 und 50 Mbit. Eigentlich zwischen 30 und 35 Mbit immer erreicht. Bei Vodafone baller ich da mit 200 Mbit her. Und da denke ich mir dann wirklich wieder, was ist der schwerwiegendere Punkt für euch? Ist es schnelleres Netz, dann Vodafone? Also schnelleres Speedtest-Ergebnisse im Normalfall hier in NRW, bei mir. Und hier in Hamm jetzt beispielsweise. Wir sind ja gerade hier am Hamm, im Hafen. Oder ist es so, Handover, also Zellenwechsel, einfach dieses Einloggen in den 4G-Mast, dauert euch ein bisschen zu lange, dann Telekom.
Ja, ich kann es im Grunde einfach nur 1:1 bestätigen. Das Witzige ist jetzt sogar mein Aldi-Talk-Speedtest, wenn ich jetzt damit mal kommen würde. Ich war froh, wenn ich über 10 Mbit hatte. Ja, da ist ja die Höchstgrenze bei 21,66 Mbit. Mhm. 3G reicht bis 42,2. 2 Mbit, genau. 2,2. Und ja, Tele, also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt wieder aussieht, aber die werben wieder, also Aldi-Talk wirbt zurzeit mit LTE-Verträgen. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, auf wie viel Mbit die das hochgehoben haben oder ob die immer noch bei 22,66 Mbit sind und damit einfach nur Kunden anlocken wollen, weil dann, boah, dann kommt ein Video von mir, das verspreche ich euch aber. Ja, und es ist einfach wirklich so eine Sache, es ist schneller, es ist einfach besser, das kann man einfach sagen. Wenn man es ganz stumpf und einfach sagen würde, kann man sagen, es ist besser. Und klar, wir wollen begründen. Wir haben VoIP, wir haben das schnellere Netz, wir haben eine deutlich bessere Netzabdeckung. Und zu der Sache mit den ganzen Netzwechsel, Funkwechsel, Handover, was genau. Du gerade angesprochen hast. Noch ein Beispiel aus meinem Alltag, ist heute passiert. Ich musste mit dem Zug anhalten, weil wir einen anderen Zug überholen lassen mussten. Ich hatte die ganze Zeit durchgehend... Das ist passiert in der Deutschen Bahn. Ja, ich hatte durchgehend Edge. Kaum haben wir angehalten, volle Önne 4G Plus und ich habe weit und breit keinen Funkturm gesehen. Also, das ist auch wieder das Komische. Aber ja, ich hatte auf einmal, wo wir standen, diesen vollen Empfang. Und das ist einfach eine super Sache. Es ist super. Ja. Es ist einfach genial, weil dann ist man wieder schnell unterwegs. Und man darf ja nicht vergessen, dass es ja auch die Vodafone Giga-Garantie gibt. Zum Beispiel jetzt auch außerhalb meines Vertrags. Also, ich zahle 9,99 Euro für 750. Überlegt euch mal, 10 Euro. Für einen fast einen Gigabyte Internet, für 203 Minuten und im LTE-Netz. Und das in Deutschland. In anderen Ländern bekommt man dafür 40 Gigabyte, ich weiß. Ja. Aber das in Deutschland, das ist einfach ein Angebot, was ich euch allen nur ans Herz legen kann. Ganz absolut. Ehrlich. Ja, und dann jedenfalls, es gibt die Giga-Garantie. Das heißt, ab Mitternacht des Folgetages, bis dahin habt ihr 90 Gigabyte gratis Datenvolumen. Und das ist einfach klasse. Ich nutze das auch immer wieder gerne. Tage. Weil dann kannst du durchballern. Da kann dir der Rest einfach scheißegal sein. Weil du einfach diese Menge an Datenvolumen hast. Ja. Und dann nutzt man das natürlich auch. Dann kann man machen, wie man will. Und das ist einfach wunderbar. Es ist klasse. Und dann habe ich natürlich auch viele Speedtests gemacht und immer über 200 Mbit. Egal zu welcher Uhrzeit übrigens. Also mit voller Netzzelle oder so kann mir keiner was erzählen. Bei Vodafone hat das für mich keine große Einschränkung gemacht. Ja. Okay, jetzt in Großstädten, klar, komme ich dann nur noch auf 120 bis 150 Mbit. Es ist jetzt meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, aber... Ja. Überleg mal, da O2-Kunden träumen davon. Ich gehe jetzt so auf die O2-Kunden, aber es ist halt einfach blöd. Ich meine, 42 Millionen Base- und E-Plus-Kunden wurden mit in die Callcenter, mit ins komplette Netz von O2 gepackt. Dass das nicht funktionieren kann, ist klar. Aber an der Stelle interessiert mich und, glaube ich, auch ihn, absolut, einfach mal eure Meinung. Bei welchem Anbieter seid ihr? Was habt ihr für Ergebnisse? Wie zufrieden seid ihr? Nutzt ihr VoiceOver? Nutzt ihr überhaupt 4G? Habt ihr es ausgeschaltet? Habt ihr einen passenden Vertrag? Wie viel Gigabyte habt ihr im Monat? Ich beantworte gerne mit die Fragen, mit den Kommentaren. Wir diskutieren miteinander. Komischer Satzbau gerade irgendwie. Und ja, würde mich einfach mal mega interessieren, was ihr da so für Verträge und für Meinungen habt gegenüber 4G. Ja, und ansonsten, glaube ich, soll es das mit diesem Video gewesen sein, genau, ne? Also, abschließend kann man doch eigentlich sagen, wir sind zufrieden, oder? Wir sind absolut zufrieden. Genau. Er ist schon 4 Monate da, ich bin 2 Monate da. Ich werde jetzt auch alle paar Monate regelmäßig berichten. Nur, wenn kein neues Video mehr dazu kommen sollte, könnt ihr euch sicher sein, dass sich nichts geändert hat und ich weiterhin zufrieden bin. Absolut zufrieden bin, genau. Ihr packt euch den Link zu dieser Call-Sache nochmal in die Videobeschreibung und könnt ihr jetzt mal abchecken für alle, die vielleicht noch einen neuen Vertrag haben möchten. Keine Angst, wir bekommen da kein Geld für, wenn wir das sagen. Das ist einfach ein guter Tipp für uns, für jeden, der einen neuen Vertrag sucht, weil es einfach eine gute Sache gerade für Jugendliche ist, die sich nicht in Kostenfallen schmeißen möchten und so. Absolut. Kriegt ihr kostenlos auch nach Hause geliefert, die Karte könnt ihr euch bestellen und kriegt kostenlos nach Hause ohne... Habe ich auch gemacht. Es lief perfekt. Ihr könnt ihr dann wegschmeißen, theoretisch, ne? Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht sogar beim nächsten Video oder ich weiß nicht, was du geplant hast. Aber ja, bis zum nächsten Video. Tschüss Internet. Ciao. Tschüss Internet.